Ja, Freunde, danke fürs Wieder-Dasein. Wir haben jetzt quasi den letzten Part, bevor es komplett in die Rückrunde geht. Das heißt, die letzte Chance jetzt eigentlich, ja, stimmt nicht ganz, ein paar Wochen haben wir noch Zeit, weil die Transferphase in der Schweiz bis Mitte Februar geht. Aber die letzten Möglichkeiten, um uns hier noch vor diesem Rückrundenstart gegen den FC Lugano zu verstärken. Und ja, im Endeffekt fehlen uns noch ein paar Positionen. Das Problem ist ja diese Registrierung. Die hat uns gerade schon einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir Bredal nicht registrieren können. Jetzt schaue ich nochmal kurz, ob wir das noch irgendwie ändern können. Aber nein, es geht nicht. Wir haben ja schon gesagt, dass wir den dann zu unserem Partnerverein verschieben. Ich hoffe, das gelingt uns jetzt auch. Und damit, ja, müssen wir quasi mit dem Kader arbeiten oder junge Spieler verpflichten, die wir nicht registrieren müssen. Das heißt Spieler um die 20 oder unter 20 in dem Fall. So, eigentlich bin ich eh schon da. Bin eh schon klein. So. Ja, den haben wir auch nicht registriert. Na dann. Kann ich den auch nicht streichen? Wieso kann ich. Was ist denn das Komisches? Okay. Ich kann ihn weder registrieren noch streichen. Das ist natürlich super. Okay, wir brauchen noch ein paar Positionen, theoretisch zumindest. Die Frage ist jetzt, wie wir es lösen. Also den Steffen, da haben wir schon gesagt, den könnten wir rechts hinten ranbringen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Er ist nicht der Langsamste. Der Flankenwert ist nicht gut, aber. Ich sage jetzt mal, da könnte er bei uns halt relativ viele Spiele machen, wenn wir mit ihm so spielen. Wenn er rechts hinten den Sredanovic ersetzen soll. Der fällt noch 4 Tage aus, das heißt, er wird wohl zur Rückrunde da sein. Dann haben wir zwei junge Lösungen, aber ich habe nicht viel andere Wahl, weil wenn, dann kann ich nur noch einen Jungen holen, den ich nicht registrieren brauche. Das heißt, so gesehen können wir das so oder so lösen. Also würde ich sagen, haken wir Rechtsverteidigung mal ab. Dann fünf Flügel haben wir jetzt im Moment ja den Predal verpflichtet. Wir haben den Pflücke noch und wir haben den Kaloga noch. Im Worst Case sage ich ganz ehrlich, würde ich auch mit denen bis in die Sommerpause gehen. Wir können schauen, ob wir noch einen Jungen irgendwo hier unten haben, der vielleicht Potenzial hat. Hier Luka Moric. Sogar beidbeinig. Ja, dann nehmen wir den mit, ganz ehrlich. Tolles Talent. Nehme ich den noch mit statt Kaloga, nehme ich den dann lieber und als ersten Backup können wir den Pflüge nehmen. Da hätten wir sogar noch einen Cedric Bernardini, der ist wahnsinnig schnell, aber der Rest nicht gut. C-Mannschaft hätten wir auch noch. Duško Jović. Also was wir Talente haben, ist schon frech, muss man schon sagen. Vielleicht sollten wir da schauen, dass wir hier noch ein paar verleihen. Wenn es denn irgendwie geht bis zum Sommer. Weil bis hier runter könnten wir eigentlich schon schauen, dass wir da noch Spieler wegbekommen auf Leihbasis. Ob die jetzt bei uns in der U18B spielen, das wage mal zu bezweifeln, dass das so super viel bringt. Batista, 7 Tage fällt er aus, der fällt 10 Tage aus, das heißt, das kann man auch durchaus probieren. Karl Lautz, so. Kann man auch noch streichen. Dann haben wir hier noch einen Torhüter, Marcel Lapierre. Ja, ich würde es einfach so machen, dass ich die jetzt hier auch noch vielleicht einfach so Vereinen anbieten zur Leihe. Passt. Generell ist sowieso die Frage, ob man nicht hier einfach komplett anbietet, weil. Ganz ehrlich, die können uns eigentlich egal sein. Jetzt müssen wir nur schauen, die können wir nicht nehmen. Die Spieler, die schon irgendwo unterschrieben haben, können wir nämlich nicht anbieten neu. Aber den Rest. So. Ich finde die Idee nicht so verkehrt mit dem Luka Moric noch. So, das heißt, dann brauchen wir für den Flügel dringend jetzt auch niemanden. Für den Sommer haben wir wen verpflichtet und können wir dann den Predal registrieren. Dann haben wir die Stürmerposition noch. Da müssten wir schauen, ob wir den Jeremtschuk spielen lassen. Aber ganz ehrlich, der hat 2 Sterne im Worst Case. Wir können noch mal schauen, ob man da irgendjemanden leihen kann, weil jetzt geht schon in Richtung Transferschluss. Zumindest in den anderen Ligen. Vielleicht ist da schon jemand irgendwie panisch und möchte noch Spieler verleihen. Aber ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen. Der Dügelin, der könnte vielleicht auf die Leihliste kommen, weil der wechselt jetzt wahrscheinlich.
Frau Fahner können wir nicht registrieren. 17-Jähriger aus China, Yang Jia. Genk, Brügge. Ja, wenn, dann wäre Stürmer nicht schlecht. 20-Jähriger und Bolzan. So jemand zum Beispiel. Fordert. Ah, okay, die wollen, dass er Stammspieler ist. Rotationsspieler ist auch okay. Damit würden wir einen kostenlosen Stürmer noch bekommen. Schauen wir uns nochmal an. Dürfte auch ganz interessant sein. Also den könnte man noch für die Breite holen, wenn wir ihn nicht registrieren müssen. Hat sogar schon in der Serie A debütiert. So, da kommen jetzt Angebote zur Leihe. Überall Stammspieler, gleiche Liga und vom Gehalt her macht es kaum Unterschied, dann nehmen wir alle an. Fiallo, ähnlich, nehmen wir an. Anor, Fred Anor, den haben wir schon auf nicht benötigt, da würden wir noch ein bisschen was an Gehalt kriegen. Fortes, Schlüsselspieler, Schlüsselspieler, okay. Das ist jetzt zwar die wahrscheinlich dritte Schweizer Liga, aber vielleicht trotzdem nicht so schlecht. Ja, Predal geht nicht zu Voluntari. Dann können wir nur schauen, ob wir ihn zu unserem Kooperationsclub in die zweite Liga bekommen. Bis zum Ende der Saison. Weil sonst wird er halt bei uns sein und mittrainieren. So, Gasal ist jetzt weg. Das heißt eben quasi, dass wir trotzdem niemanden registrieren können, weil dieser Registrierungsplatz einfach für Gesal in dieser Saison verplant ist. So, den Mats Wiefer, den bekommen wir fürs nächste Jahr. Das ist mal eine richtig starke Neuverpflichtung. Auch wenn wir in der Innenverteidigung nicht so schlecht besetzt sind, aber dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, auf Fünferkette zu wechseln oder halt einfach für mehr Qualität zu sorgen. Mats Wiefer. So, Scouting abgeschlossen. Jeppe Kehr. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz guter. Aber nicht aufregend. So. Ach, ich bin schon so gespannt auf den Saisonstart bzw. die Rückrunde quasi. So, für die C-Mannschaft, wen können wir da verfügbar machen? Pflücke, dass er Spielpraxis kriegt. Carré, Kaloga. Predal immer. Und Jaremczuk können wir für die U18 verfügbar machen, würde ich mal sagen. Genauso wie den Moritz. Eigentlich wäre Carré dort sinnvoller. Okay. So. Dukla Prag bietet hier jetzt einen Vertrag an einen Spieler, den ich hier nicht, gegen den ich mich dann entschieden habe. So, Bolzan geht auf Leihbasis zu uns, Alessandro Bolzan. Damit haben wir noch einen Stürmer verpflichtet. Damit sind wir ein bisschen flexibler und müssen uns jetzt nicht komplett auf einen 17-Jährigen verlassen. Wobei ich den natürlich trotzdem fördern möchte, aber ja, der ist schon noch ein bisschen stärker. Preda lenkt auch das Leihangebot ab. Das heißt, damit wird er unregistriert bleiben bei uns. Sobudrakovic ist nicht die Million wert. Lausic auf der Transferliste nicht stark genug. So, 4-0. Moric mit einem Doppelpack und Jaremczuk auch. Stark. Und Bredal hier mit einem Hattrick. Pflücke hat auch getroffen. So. Salihu geht noch auf Leihbasis. Kondé hat das Angebot von Rijeka abgelehnt. Wäre auch durchaus interessant. Fürs zentrale Mittelfeld bei uns. Ich meine, wo laufen denn noch Verträge aus? Das sollte man vielleicht auch noch checken. Ah, der ist bei uns. Mannschaft. Verträge. Edin Nilssons Vertrag läuft aus. Stimmt. Damit haben wir schon mal einen Achter, der frei wird, theoretisch.
ZOM läuft aus, das haben wir eh auch schon gesehen. Torwart läuft aus, Pflücker läuft aus. Eigentlich haben wir da schon überall, kann man sagen, jemanden verpflichtet, beziehungsweise jemanden in Aussicht. Daher würde ich jetzt im Moment noch gar nicht tätig werden, sondern eher noch ein bisschen passiv sein und abwarten. So, Bredal und Kaloga machen wir verfügbar, das ist okay. Jaremtschuk und Moric können wir von mir aus auch spielen lassen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir. Ups. Pressekonferenzen will ich nicht übernehmen. Ah ja, das sollte ich vielleicht auch noch kurz checken. Wo wollte ich hin? Sind die Aufgaben schnell? Verantwortlichkeiten da. Spiel. Das passt eh. Medien. Die können wir alle wegtun. Ich mag keine Interviews. So, Jaremtschuk trainiert super. Generell keiner, der schlecht trainiert. Jaremtschuk, Berisha und Moric. Das heißt, alle jungen Spieler hier trainieren gut. Oder zumindest die drei der besten Talente trainieren gut. Das ist schön. Kann natürlich sein, dass die jetzt voll motiviert sind, wo sie in der ersten Mannschaft sind und so ein bisschen eine Rolle spielen könnten in der Rückrunde. Wer will es ihnen verdenken? So, Moritz Oswald. Ja, schon ein ganz gutes österreichisches Talent auch. Zentrales Mittelfeld. Können wir mal schauen. 109 bis 147.000, das ist gar nicht so wild. Er ist halt unter Anführungszeichen schon 24. Aber ich glaube, es ist noch nicht notwendig, da jetzt einen Schnellschuss zu tätigen. Da muss ich mich echt ein bisschen zusammenreißen. Aber wir haben jetzt Januar, wir haben genug Zeit. Auf dem Niveau kriegst du auch mehr als genug Spieler für alle Positionen. Da braucht man sich auch keinen Stress machen. So. Borukov, ja genau. Läuft nicht der Vertrag aus. So. Und dann schauen wir mal, wie es läuft gegen den FC Lugano. Den streichen wir jetzt mal von der Liste. Jetzt haben wir gerade den Deadline-Day, deswegen passiert da gefühlt so viel. Können wir vielleicht den Bredal nochmal anbieten? Vielleicht gibt es da irgendjemanden, der es noch auf irgendeiner Position einen Spieler braucht. Ich gehe hier mal auf nicht angegeben, Hauptsache Stammspieler, und biete nochmal an. So, wir müssen hier noch ein paar Spieler runterstreichen. Also. Sredanovic werde ich mal auf die Bank tun, weil der jetzt doch nicht viel trainiert hat. Ich werde Steffen heute einfach reinwerfen auf der ungewohnten Position, der kriegt sein Debüt. Dann sind wir hier eh sehr stark besetzt überall, das heißt, es geht jetzt eigentlich hauptsächlich um die Bank. Wir sehen hier schon mal, dass da ein Haufen Spieler verletzt ausfallen, das heißt, mitnehmen können wir den Bolzan, den Luka Moric, den Jaremtschuk. Die haben wir aber alle verfügbar gemacht für die zweite Mannschaft, bis auf Bolzan. Deswegen würde ich sagen, wenn wir eben genau den mitnehmen. Ich streiche den Linksverteidiger. Nee, den können wir vielleicht brauchen. Den Julien runter. Und dann machen wir so. Muss ich nur schauen, kann ich den Julien noch für die U18 verfügbar machen? Kann ich ihn hier verfügbar machen? Hier geht's. U21. Ach so. Da haben wir fast keine Spieler. So, U18 haben wir welche. Aber oh, da kann ich niemanden. Okay, großartig. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in die Rückrunde. Berisha hätte gern die 1, die ist aber vergeben. Steffen bekommt die 5. Das passt eh ganz gut. Jetzt als Rechtsverteidiger. Und dann können wir nur hoffen, dass wir gegen den FC Lugano gut performen. Die Vorbereitung war super. Zwei Siege, ein Unentschieden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der FC Lugano ist aber super in Form. Eggestein. Die sind auf Platz 2 in der Liga. Dementsprechend gleich mal ein richtig schwieriger Gegner für den Start. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, also gegen die zwei türkischen Clubs haben wir super performt. Vielleicht ist da heute auch was drin. Also punkten möchte ich schon. Crivelli verletzt, nicht im Ernst.
Muskelfaserriss. Sollte weiterspielen können. Boah, das ist jetzt eigentlich Worst Case. Wir müssen schauen, wie es mit seiner Körpersprache aussieht. Wenn ihn diese Verletzung irgendwie behindert bei seinem Spiel, dann müssen wir ihn eh rausnehmen. Beziehungsweise sollten wir auch nicht riskieren, dass der sich schwerer verletzt. Sehr gut von Crivelli. Oh, gar nicht schlecht. Ja, so schlecht scheint es nicht zu gehen. Aber in der Pause würde ich ihn dann rausnehmen. Stefanovic mit dem Freistoß. 26. Außennetz. Boah, der war nicht schlecht. Da hat nicht viel gefehlt. So, Freistoß Stefanovic, 31. Minute. Crivelli. Oh, gerade noch geklärt. Kam es leider auch nicht zum Nachschuss. Stefanovic mit der nächsten Ecke. Volo. Ufana. Und versucht es einfach mal in der 32. Minute, aber ungefährlich. Konja. Gartenmann. Ich liebe den Namen. Bisschen muss er noch durchhalten, dann werden wir in der Pause wechseln. Ah, schlechter Pass von Ballet. Aber Svijanovic hat ihn. Dulin. Boah, schlechter Pass von Dulin. Und Eggesteins Schuss wurde da auch noch abgefälscht. Und Frick geht auf Nummer sicher, wobei ich glaube, dass der vorbeigegangen wäre. Aber ist mir lieber so, als der schlägt ein und der hat gedacht, der geht vorbei. Also bisher verkaufen wir uns richtig gut, können wir spielerisch zufrieden sein. Wenn das jetzt so das Niveau der Top-Clubs in der Schweiz ist, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden, dass wir da so gut mithalten können. Ihr macht das gut, hängt euch bis zum Abpfiff rein. Bolzan in der Partie. Dem fehlt es massiv an Spielpraxis. Ah ja, ihr habt ja noch gemeint in den Kommentaren, dass ich diese Rollen individuell vergeben soll. Das wäre natürlich sinnvoll, dass ich hier individuell quasi einstelle, dass der immer kompletter Stürmer zum Beispiel ist. Wobei, ich würde den am ersten Stoßstürmer spielen lassen wahrscheinlich. Und dass man quasi bei Crivelli dann immer einstellen, dass der immer pressender Stürmer spielt. Also vielen Dank für den Hinweis. Generell macht es, glaube ich, echt Sinn, dass ich da ein bisschen mehr mit diesen Rollen arbeite. So, 6.900 Zuseher. Das ist, glaube ich, nicht viel für die Schweiz. Fofana, Sanz, Ali Seda. Und der war zum Glück relativ ungefährlich. Baleno eine 6,3. Das ist halt jetzt echt blöd, dass man da kaum wechseln können. Dass wir da einfach zu wenig Qualität in der Breite haben. Das müssen wir im Sommer dann natürlich angehen. Wir können dem Pflücke bringen. Opplinger eventuell auch, aber ich glaube, dass der zu langsam ist. Fofana gut antizipiert. Stefanovic auf Ballet. In der Mitte ist Bolzan und der wird getackelt. Der wird hier am Abschluss gehindert. Eigentlich ist das Torraub. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Er gibt den Elfer. Jetzt bin ich gespannt, was er zum Verteidiger macht, weil eigentlich war es Torraub. Gelb, gut, keine doppelte Bestrafung. Ja. Steffen macht den Elfmeter bei seinem Debüt und er haut ihn rein. 63. Minute 1-0. Wie schön, der trifft bei seinem Debüt. Bisher eine Note von 6,4 gehabt. Aber das war stark. 11,13 Meter, ja. Na cool. Oh, der Pass ist super. Amura,
Super Parade von Frick, der uns hier im Spiel hält. Da hat Steffen am Tempo gefehlt. So, ich bringe jetzt mal den Pflücker. Wobei, der Pflücker ist müde. Stefan Seiler könnte auch am Flügel spielen, aber der ist so langsam. Dann müssen wir den Pflücker bringen für den Ballet. Auch Flügelspieler. Wir haben noch danach noch zwei Wechselphasen, was auch nicht so schlecht ist. So, den Sretanovic könnte ich rechts hinten jetzt dann auch noch bringen. Dass der Steffen auf der Position nicht unbedingt fertig spielen muss. Stefanovic mit der Ecke. Gartenmann, der hat eine gelbe Karte kassiert. Und Pflücker mit dem Abschluss. So, das heißt, Gartenmann muss aufpassen. Und dann schauen wir jetzt kurz. Ja, Sretanovic werde ich bringen. Und ich schiebe den Steffen ins zentrale Mittelfeld. Dem gebe ich durchaus auch die Spielmacherrolle. Nachdem Stefanovic nicht gut ist, bringe ich dort den Opplinger auch. Nächstes junges Talent. Wenn wir schon daran gemessen werden, dass wir auch die Talente fördern, dann werden die natürlich auch schon Spielzeit kriegen bei uns. Also weniger Abschlüsse als der Gegner, aber die Chancen waren auf jeden Fall besser, sagt der Expected Goals Wert. Aber das wären noch heiße Minuten. That's what he said. Amura. Frick macht es gut. Gartenmann ist komplett K.O. Was hat denn der für Ausdauer? 12. Dolin ist auch richtig müde. Dolin ist eigentlich der Defensive. Das heißt, da werde ich eher auf Erfahrung setzen. Wobei Seiler ist defensiv. Sonst machen wir es so, dass wir den Steffen rausnehmen, Seiler und den Eden Nielsen bringen. Achso, kann man nicht. Gut. Dann darf Seiler durchspielen. Steffen durchspielen, dann bringen wir nur den erfahrenen Eden Nielsen noch auf die 6. Und jetzt sind wir so gut wie am Ende. Das heißt, wir packen das Zeitspiel noch rein. Gute 6 Minuten Nachspielzeit, also wir brauchen viel Zeitspiel. Flücke mit dem Kopfball, ganz knapp daneben. Der war nicht schlecht. 92. Sretanovic klärt. Bolzan hängt komplett in der Luft, aber dem fehlt halt massiv an Spielpraxis. Frick klärt nicht gut, aber gut genug. Miserabler Distanzschuss. Gut, eine Minute haben wir noch. Opplinger mit dem Freistoß. Das gibt es die Ecke? Ja. Sehr gut. Das nimmt nochmal Zeit von der Uhr. Pflücke mit der Ecke. Der lässt sich richtig schön Zeit. Opplinger. Oh, Opplinger verliert ihn, aber holt ihn sich wieder ganz stark von ihm dann. Bolzan kommt nicht ran. Eden Nilsson. Wieder aufgepasst von Eden Nilsson. Und das bringt nochmal die Ecke und das war's. Wir gewinnen also die erste schwierige Aufgabe hier. Und schaffen es gegen den Tabellenzweiten hier den ersten Sieg einzufahren bei unserem Debüt. Schöne Geschichte. Das heißt, Steffen mit dem Goldtor bei seinem Debüt. Crivelli, 8 bis 11 Tage. Fehlt also gegen den FC Zürich. Opplinger steht vor einer Gehaltserhöhung. Gut. Soweit, so gut. Dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen hier noch ein bisschen voran. Vielleicht tut sich ja transfermäßig noch ein bisschen was. Beziehungsweise gar nicht. Ich mache was anderes. Ich stelle diese Anweisungen jetzt mal ein. Crivelli individuell. Und sobald Bolzan spielt, kriegt er die Stoßstürmerrolle. Auch individuell. Und sobald Jeremczuk spielt, kriegt er individuell die Knipserrolle. Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Ja, sehr gut. Das können wir jetzt natürlich bei anderen Positionen auch noch machen. Macht wahrscheinlich auch Sinn. Aber schauen wir dann einfach noch. Was ich noch kurz schauen möchte, ist die Schnelligkeit. Antritt 12, Schnelligkeit 13. 10, 13. Und
Bolzano 1311, okay. Ich habe gerade überlegt, dieses Pass in die Tiefe noch anzumachen. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. So, Predal. Also dann nehmen wir Pass in die Tiefe raus. Weil dafür sind wir dann einfach ein bisschen zu schwach, muss man ganz ehrlich sagen. Aber zu langsam, zu schwach nicht. Theo Walz steigt wieder ins Training ein, das ist gut. So. Hier ist dann schon Deadline Day. Nee, gar nicht, die Woche drauf. Das ist nur das Meeting zum Deadline Day. Kieran Fitzschim. Was wäre mit ihm rechts hinten? Solide von der Geschwindigkeit her. Kann eigentlich alles. Verdient 460.000. Ich glaube, daran scheitert es. 388 bis 510. Aber der wäre grundsätzlich schon sehr, sehr stark. Wir rechts hinten haben jetzt eh noch niemanden geholt. Wobei ich da halt auch niemanden vor unser Schweizer Talent so richtig setzen möchte. Wir können ja mal schauen. Ergänzungsspieler. Der wäre mit dieser Rolle zufrieden. Aber für einen Ergänzungsspieler ist das ein bisschen viel. Nee, das machen wir nicht. Leider. Da werden wir nicht zusammenkommen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ja, lassen wir es gut sein für den Part. Wir haben das Debüt gewonnen, super in die Saison gestartet und in die Rückrunde gestartet. Und ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Dann das schöne Duell gegen den FC Zürich. Bis bald, danke, ciao.